18 Jahre dann Testspiel gegen einen Cottbus, immer eine Ehre, aber 13-0, schmerzt es doch ein bisschen, was habt ihr euch vorgenommen? Also ich habe es nicht so hoch erwartet, aber im Laufe des Spiels war klar, dass die natürlich fitter sind, die Jungs, und die Jungs haben ganz schön durchgehangen, das Wetter tut sein Übriges, 28 Grad. Und wenn du wenig Ball hast und wenn du nur hinterherläufst und die Qualität auch ein Stück weit fehlt, dann macht es natürlich eher weniger Spaß. Aber wir sind froh, dass es geklappt hat. Erstes Spiel nach Corona in der Vereinsgeschichte von Energie Cottbus. Und der ganze Verein hat zusammengehalten. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Und das ist ja natürlich schön fürs Vereinsleben vor allem. Ja. Genau, in der Woche jetzt war noch mit allen möglichen Ämtern und so weiter. Plätze wurden abgegangen, Hygienekonzepte wurden getestet und geprobt. Jetzt sind 500 Zuschauer hier gewesen. Wie war das Gefühl? Für uns ist es natürlich toll, weil wir haben natürlich nicht jedes Heimspiel 500 Zuschauer. Ich habe zu den Jungs vor dem Spiel gesagt, saug es auf, macht dir nicht so viel Gedanken, lasst den Ball laufen und nehmt alles mit. Ich persönlich bin froh, dass das Hygienekonzept so aufgegangen ist, dass es scheinbar funktioniert. 11.30 Uhr waren die Jungs hier vom Ordnungsamt und Hygieneamt, haben alles abgenommen, haben uns sogar gelobt. Und wir wussten, dass wir ein Pilotprojekt sind in ganz Brandenburg, und ganz Brandenburg hat auf uns heute geschaut, und ich denke, der Ort und der Verein hat geliefert. Für euch wird die neue Saison ja auch neu. Ihr seid aufgestiegen in die Landesklasse Süd. Was nehmt ihr euch dafür vor? Ja, man muss wissen, Gaglo ist von der Landesliga durchgereicht worden bis in die Kreisliga. Da haben wir viele Steine umgedreht. Wir sind jetzt quasi auf dem Rückweg und haben jetzt in 3 Jahren 2 Aufstiege gefeiert. Und wir werden gucken, was in der Landesklasse geht. Die ist eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft. Und ich denke, dass wir eine ordentliche Rolle spielen werden. Was nehmt ihr euch jetzt noch für die Vorbereitung vor? Auch wir haben Trainingslager noch in Liberec bei den Tschechen, wo wir ein paar Sachen haben. Wir spielen in 14 Tagen gegen Lübben. Für Lübben ist die Generalprobe vom Halbfinale gegen Babelsberg. Wir haben Babelsberg U23 noch im Vorbereitungsplan mit drin. Und die Jungs haben die nächsten Wochen noch einige Aufgaben zu meistern. Wir wünschen euch viel Erfolg in der neuen Saison. Danke, dass ihr da wart. Ja, vom Ergebnis her glaube ich standesgemäß. Man muss natürlich auch berücksichtigen, wir hatten jetzt eine harte Trainingswoche. Das war jetzt die 10. Einheit für die Mannschaft. Ja, die Spieler sind aber trotzdem immer drin geblieben in der Situation, auch wo eine Phase war, wo es vielleicht ein bisschen fahrig war. Aber das ist normal. Wichtig ist dann für mich, dass wir dann geschlossen bleiben als Mannschaft, uns wieder zurückholen, unser Spiel wieder zurückholen. Und dann ist ja dann auch noch vor der Halbzeit dann noch 3 Tore gefallen. Sodass ich erstmal, muss ich sagen, mit der Leistung nach einer schweren Trainingswoche zufrieden. So von der Harmonie her passt das schon soweit. Ja, viele sind ja aus der alten Saison noch da, wenige neue Spieler, ein paar Testspieler waren auch dabei, aber das lief eigentlich, oder? Ja, also das muss ich schon sagen, auch wie sich die Mannschaft in der Woche bewegt, wie sie die Trainingseinheiten annimmt, wie sie auch miteinander umgehen, die Spieler, das ist schon momentan, muss ich sagen, sehr vorbildlich, auch wie sie neue Dinge annehmen, und von daher hoffe ich, dass das dann auch so weitergeht, natürlich. Ja. Ich sage, heute war der Auftakt, jetzt folgen noch mindestens 3 Testspiele, 2 weitere kommen ja dann so bis zum Saisonstart noch anscheinend. 2 Testspieler waren heute dabei. Wie war dein Fazit zu denen heute? Ja, durchaus positiv, muss ich sagen. Haben sich auch schon gut in der Trainingswoche präsentiert. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie deine Entwicklung weitergeht. Und auch 2 Jugendspieler waren ja dabei. War dein Eindruck von den beiden? Ja, Jeremy hat das, fand ich, gut gemacht. Der ist immer ein Arbeiter, so, ne? Der immer alles gibt. Ne? Und hier und da dann passiert ihm noch ein Fehler, aber grundlegend hat das gut gemacht, hat sich dann auch mit dem Tor belohnt. Und Adi kenne ich auch schon aus der U19 und haben beide eine gute Leistung gezeigt. Wie geht es jetzt weiter für euch vom Training her? Ja, die Jungs haben jetzt 1,5 Tage Pause, können ein bisschen regenerieren und dann fangen wir Montagnachmittag mit dem Training wieder an. Und ja, dann die gleiche Woche wieder circa 8 Einheiten mit einem Testspiel am Mittwoch in Neustadt, mit einem Testspiel dann am Samstag in Frankfurt. Und ja, wir müssen uns auf eine lange Saison vorbereiten und von daher müssen wir jetzt auch gut arbeiten. 20 Mannschaften in der 4. Liga, ja, sind es also 38 Spiele plus Pokal, wo ihr erst in der 3. Runde einsteigt wiederum. Das wird wirklich eine lange Saison, oder? Also bis kurz vor Weihnachten, dann geht es ja bis in Juni rein, theoretisch. Ja, ja. Also wir müssen uns körperlich und auch mental darauf einstellen. Das ist so. In jedem Spiel wird uns alles abverlangt werden, weil jeder gegen uns 100 und mehr Prozent geben wird. Und von daher müssen wir uns gut vorbereiten. Viel Erfolg dabei. Danke.